Rentenhammer. Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro bei vorgezogenen Altersrenten bleiben im Jahr 2023 mindestens bestehen oder werden sogar dynamisiert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wirklich gute Nachrichten für viele Altersrentner, die eine vorgezogene Altersrente haben. Wir haben es jetzt schwarz auf weiß im sogenannten, jetzt wird es sperrig, Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum 8. Gesetzes zur Änderung des Sozialgesetzbuchs Nr. 4 steht Folgendes geschrieben. Die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten wird im Jahr 2023 definitiv entfristet. Das heißt, dass die aktuell bestehende Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten von 46.060 Euro brutto anrechnungsfreier Hinzuverdienst an eine vorgezogene Altersrente im Jahr 2023 weiter gelten wird. Darüber hinaus wird es ab dem 01.01.2023 sogar noch eine Dynamisierung geben, weil davon auszugehen ist, dass die monatliche Bezugsgröße von aktuell 3.290 Euro im Herbst diesen Jahres möglicherweise für das Jahr 2023 sich erhöhen wird. Die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2022 berechnet sich aus dem Faktor 14 mal der monatlichen Bezugsgröße 3.290 Euro. Die monatliche Bezugsgröße ist in § 18 SGB IV geregelt. Das ist eine Rechengröße. Und das ergibt 14 mal 3.290, 46.060 Euro. Das ist unsere Hinzuverdienstgrenze, die im Jahr 2022 gilt. Im Jahr 2023 wird aller Voraussicht nach diese Hinzuverdienstgrenze, also nicht aller Voraussicht nach, sondern definitiv diese Hinzuverdienstgrenze weiter gelten. Aber wenn sich dieser Wert hier oben erhöht, hatte ich ja gesagt, monatliche Bezugsgröße, kann es sein, dass diese Hinzuverdienstgrenze sogar ab dem 1. Januar 2023 höher ausfällt. Beispiel, nehmen wir an, diese monatliche Bezugsgröße beträgt jetzt nicht 3.290 Euro, sondern 3.500 Euro. Dann haben wir 14 mal 3.500 Euro ergibt 49.000 Euro. Ja, ich mache aber mal ein Fragezeichen daran, weil das noch nicht hundertprozentig sicher ist. Das heißt, die Änderung der monatlichen Bezugsgröße erfahren wir im Herbst 2022. Ich finde, super Nachrichten für alle vorgezogenen Altersrentner. Wir haben jetzt Klarheit, die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro wird definitiv im Jahr 2023 weiter gelten. Und eines möchte ich Ihnen jetzt schon in diesem Video verraten. Es gibt Neuigkeiten für die Erwerbsminderungsrentner und für die Hinzuverdienstgrenzen der Erwerbsminderungsrentner, die im Jahr 2023 auch deutlich steigen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.